So, fangen wir an mit dem Thema 1. Das, was momentan wieder mal durchs Dorf getrieben wird, ist die dicke, fette Sau UCC, OPPT. Sie sind jetzt frei. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, hä, wie jetzt? Diejenigen, die was bewegen und die das Geld haben, sind doch überhaupt nicht daran interessiert, dass wir frei sind. Die verdienen doch an unserem ständigen Mangel an den Grundbedürfnissen des Lebens ihr Geld. Ne? Also wenn ich Geld zur Bank schaffe, also was ich als Geld ansehe, wie Geldscheine, das ist ja kein Geld, das ist ja nur Kreditwährung, ne? Dann wird genau in dem Moment, wenn ich das einzahle auf mein Konto, das Geld ja eigentlich vernichtet, nämlich das, worauf die Bank Anspruch hätte. So, ne? Und nur wenn ich also einen exzessiven Lebensstil habe, immer das neueste Smartphone, die neueste Mode und das neueste Auto und denke da was aus, brauche, erzeuge ich einen Kreditbedarf und anhand von dem Kreditbedarf schöpft die Bank aus dem Nichts Kredite, ne, und verlangt dafür Zinsen zurück. Ne, da wird also kein Wirtschaftsgut geschaffen, sondern nur der Verbrauch, der bläht einfach nur die Zinsen auf. Was anderes passiert nicht. So, und das führt dazu, dass eben regelmäßig, so in der Regel alle 70 Jahre, das System kollabiert, weil ein Schuldgeldsystem kann man nicht auf ewig laufen, weil die Exponentialfunktion, die da dahinter steckt, einfach dann irgendwann so groß wird, dass die einzelne Bank das halbe Universum besitzen würde. Ja, das kann nicht funktionieren, weil sie besitzt einfach nur Rechte auf nichts. Ne? Also sind Sachen weg, die vorneweg nicht da waren. Man kann es einfach so sagen. Oder nie richtig real existiert haben. All die Kredite, die die Banken schöpfen, sind nun mal einfach nur Zahlen im Computer und haben nichts mit physischen Werten zu tun. Dass sie sich natürlich in ihrem Vermögen dann Gold aufkaufen und aus ihrem Unternehmen rausziehen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber der reine Schöpfungsprozess des Einkommens ist also völlig abgekoppelt von realen Vorgängen, sondern es ist einfach nur, ja, es ist eine besondere Form des Betruges. Was anderes ist es nicht. Kann man sich mal belesen bei der Buchausgabe, dass die Kreatur von Jekyll Hyde. Kann da mal gucken, gibt es verschiedenen Verlagen, Amazon und ähnlichen Dingen. Und da wird im Prinzip erklärt, wie dieses Fettsystem mal entstanden ist, so, dass eben diese Riesenschulden aufgehäuft hat. So, und jetzt haben wir natürlich einen Teil der Bevölkerung, die auf niedrigem Niveau leben, aber auch schon überproportional Schulden haben. Und dann haben wir auch in den entwickelten Ländern, wo das einfach nur hochskaliert ist, wo der Lebensstandard höher ist, aber auch die Schuldenmenge höher. Ne? Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich das Land, was ich an dem Schuldgeldsystem bisher nicht beteiligen konnte. Und das ist Kaiserreich. Ne? Man muss sich überlegen, wann der Kaiser ungefähr entmachtet wurde, irgendwo im Oktober 1918. Und durch die Entmachtung konnte er sich sozusagen nicht an dem neu geschaffenen Geldsystem, das Schuldgeld, beteiligen. Also, in dem Schuldgeldsystem kann es keine Gewinner geben, da kann es nur Verlierer geben. Der Einzige, der gewinnt, ist die Bank, die in jeder Runde dort Waren und Güter abgreift und aus diesen Waren und Gütern das 10- oder das 100-fache an neuen Krediten rausgibt, damit dieser Zyklus wieder ewig läuft. So, also wenn aus dieser Gruppe ein Vorschlag kommt, die Welt zu entschulden, dann würde das doch bedeuten, dass die immer damit Gewinne und Einkommen generiert haben, plötzlich auf ihre Gewinne und Einkommen verzichten. Also da muss doch was faul sein. Ne, das kann man sich, ohne dass man sich nahe mit der Sache befasst hat, eigentlich überlegen. Ja, und dann macht man eben genau die Sache. Man sucht dann wieder OPPD, Rotary, OPPD Lions, City of London. Und da kommt man ganz schnell dahinter, dass hinter dem ganzen OPPD und UCC-Recht die Familie Rothschild steckt. Die haben also dann über ihre Agenten die Leute losgeschickt und haben denen irgendwas von einem Strohmann-Konto und ähnlichen Dingen erzählt. Das mag vielleicht in England gegeben haben und es mag auch sein, dass die britische Krone da irgendwelche Rechte hat, aber so hat sie eben nicht in Deutschland, ne? Weil der Kaiser an dem Spiel einfach nicht mitgespielt hat und auch damals im Teutoburger Wald das römische Sklavenhalterrecht und auch das englische Seekriegsrecht besiegt worden ist, ne? Die haben einfach alle platt gehauen und dann hat nur noch mal die katholische Kirche versucht, diese alten Räuberrechte wieder zu etablieren. Ne? Da muss man sich fragen, wie kann eine Kirche, die von sich behauptet, wir sind die angesehenste und edelste Institution des Landes, sich an solchen Dreck beteiligen?
Ja, man muss einfach wissen, wo sie herkommt. Sie kommt, die katholische Kirche ist einfach eine Fortsetzung des altbabylonischen Götzendienstes. Anders ist es nicht. Das IHS, was man an jeder katholischen Kirche findet, bedeutet nichts anderes als Isis, Horus und Seb. Und das verweist in das altägyptische, in altägyptische Schwarzmagie. Da. Schwarzmagie heißt nichts anderes als mit betrügerischen und üblen Methoden die Geschicke und die Entscheidung anderer Menschen zu beeinflussen. Na? Indem man sie also täuscht, indem man sie unter Druck setzt. Und da gibt es so verschiedene Techniken, die da anwenden. Das ist alles grundübel. Und das hat der Kaiser nie befürwortet. Man kann es einfach mal so sagen. Ne? Also die ganzen Logenorganisationen, die hätte er per Erlass einfach über Nacht abgeschafft. So, also von dort kann kein Heil kommen. Ne? Man hält es dann einfach so. Was soll aus diesem Lager Gutes kommen? Nix. Ne? So, und wenn man weiter an der Sache nachwäscht, merkt man, dass die dann zum Eintritt in diese Befreiung des UCC und UPBT eine, ja, eine Vollmacht ausstellen. So, da denkt keiner drüber nach, ob da irgendwie an irgendeiner Stelle ein Identitätsdiebstahl versucht wird. Ne? Also sagen wir mal Persönlichkeitsrechte oder Rechte an der Staatsangehörigkeit da zu vergraben, beziehungsweise auch die Leute aus der Bundesstaatenangehörigkeit auszulotsen. Weil komischerweise sind die Befürworter von ÖPBT und UCC die glühendsten Anhänger der 1919er Verfassung. Da muss man sich überlegen, wie passt denn das zusammen? Die wollen eine Befreiung machen und kümmern sich um die 1919er Verfassung? Das ist doch komisch. Was ist denn da los? Also man muss ja wissen, der Versailler Vertrag ist mal von Rothschilds Familie gestrickt worden. So, du musst noch wissen, dass der Vertreter des Kaisers, also der Verweser, hat sich geweigert, diesen Versailler Vertrag und auch die Pariser Vorortverträge zu unterschreiben. Die haben sich das ganze Zeug angehört. Und dann haben die gemerkt, dass auch die Schriftsätze ausgetauscht worden sind. Und diejenigen, die hätten wirklich unterschreiben können, die haben einfach dort nicht unterschrieben. Es haben dann andere Leute unterschrieben von der Weimarer Republik, aber die waren überhaupt nicht befugt. Das ist also das Gleiche, als wenn in einem großen staatlichen Notariat nach vorne der Pförtner irgendwas unterschreibt. Das hat also keine wirkliche Bedeutung. Und das ist das Problem der Weimarer Republik, dass er nie eine ordentliche Legitimation auf den Weg gebracht hat und auch den Willen gar nicht aufbringt und auch heute nicht mehr aufbringen kann, weil vieles inzwischen bekannt geworden ist, was mit diesem Dreck zusammenhängt. Und auch die Fortsetzung der Weimarer Republik, Nationalsozialismus und BRD, kann eben, weil es eben auf den kranken Wurzeln aufgesetzt worden ist, nicht wirklich die Sache klären. Ne? Die bleiben also immer an der mangelhaften Legitimation der Weimarer Republik hängen. So, und wenn das Schuldgeldsystem und die ganze Schuldenspirale sich immer weiter entwickelt, kann man sich vorstellen, dass es also nicht besser, sondern schlimmer wird. Ne? Und da braucht man sich auf solche Verfahren und nicht einlassen. Deutschland hat ja in dem Sinne, und ja, was ist Deutschland? Das muss man vielleicht auch erstmal erklären. Also der Begriff Deutschland ist ein rein militärischer. Geprägt wurde er von den Alliierten, und zwar in den Jahren 1943, 44, also bevor der D-Day war. Da hat man den Begriff Deutschland geprägt und hat das auf das Kampfgebiet des 31.12.1937 bezogen. Also es ist keine Festlegung, die Hitler getroffen hat oder irgendjemand der Weimarer Republik, sondern es ist von außen gekommen. Da hat ein anderes Land über uns Grenzen bestimmt. Ja, ob die eine Bedeutung haben, ist eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, dass bei einem Krieg die Grenzen erstmal nicht verrückt werden, ne? Weil das Land hat nun mal ein Selbstbestimmungsrecht und der Besatzer kann auch sicherlich im Nießbauchrecht das eine oder andere regeln, auch Besatzungskosten erstattet kriegen, aber die HLKO erlaubt erstmal keine Grenzverrückung. So, und das heißt, dass das, was wir als unter Deutschland verstehen, das Kaiserreich in den Grenzen von 1914 ist. So, das ist dann, was wir also unter Staat verstehen. So. Und das, was die Bundesrepublik tut und macht, ist also, dass sie sagt, wir bezeichnen als Deutschland das, was in den Grenzen vom 31.12.1937 passiert. So, und dann haben die in diesen Grenzen Schulden aufgehäuft. Aber die Kapelle hat ja der Kaiser nicht bestellt. Die haben es einfach gemacht. Der Kaiser hätte nur eine Sache bestellt, das sind die notwendigen Verwaltungskosten. Das muss er ja machen. Wenn er den Staat am Laufen halten will, muss er die notwendigen Verwaltungskosten erbringen. Und das sind die 150.000 Beamten, aber nicht etwa auf das Gebiet der Bundesrepublik oder Ex-DDR gerechnet, sondern auf das gesamte Gebiet von 1914. Da kann man sich vorstellen,
dass man ganz schlecht 16 Millionen sogenannte Beamte erklären kann. Ne? Das ist also total überteuerter und aufgeblähter Apparat. Das sind keine notwendigen Verwaltungskosten. Ne? Dass die sich alle Computer angeschafft haben und dass der eine Computer noch drei oder vier andere Arbeitsplätze schafft, das ist keine notwendige Verwaltungskosten. Für die notwendigen Verwaltungskosten brauche ich nicht mehr Aufwand betreiben, wie früher die Amtsmänner dort in den Amtsstuben eben auch gemacht haben. Und wenn die hätten einen Computer gehabt, hätten sie vielleicht bloß noch 75.000 statt 150.000 gebraucht. Ne? Weil der notwendige Aufwand einfach kleiner ist. So. Also ist es die Frage, haben wir denn überhaupt Schulden? Und die kann man ganz klar mit Nein beantworten. Ne? Man muss sich überlegen, seit der Entthronung des Kaisers bis heute werden also die Steuereinnahmen hochgerechnet und davon werden die notwendigen Verwaltungskosten und die Besatzungskosten abgezogen. Und die Summe, die da rauskommt, die ist riesig und unvorstellbar und übersteigt bei Weitem die Mittel und Möglichkeiten der Feindstaaten in der Summe, also der Europäischen Union insgesamt. So, und das wächst und wächst und wird immer mehr. Je mehr die also Geld aus dem Volk rauspressen, um ihren überproportionalen Luxus, Staat mit dem ganzen Beamtenklüngel zu finanzieren, desto größer wird die Schere der Forderungen, die der Kaiser an die Besatzer hat. So, das lässt sich auch nicht wegdividieren, weil die Besatzer haben nun mal die HLKO unterschrieben. Der Kaiser hat sie nicht unterschrieben. Also hat der Kaiser die Rechte, aber nicht die Pflichten. Das ist natürlich eine angenehme und juristisch vorteilhafte Position. Genau, also reden wir über Sachen, die es gar nicht gibt, nämlich ein Schuldenproblem der Bewohner der Bundesstaaten. Das gibt es nicht. Ne? Wir haben also eher noch was rauszukriegen, weil der kaiserliche Staat hat ja immer knapp gewirtschaftet. Das heißt, also wenn Überschuss da ist, haben sie das eine oder andere soziale Maßnahme damit gemacht oder haben was in die Entwicklung und Forschung gesteckt und so weiter. Also sobald das System umfällt, zu einem Friedensschluss kommt, was auch immer, und dann abgerechnet werden muss nach der tatsächlichen staatlichen Währung und nicht nach irgendeinem Fantasie-Euro, werden wir feststellen, dass wir alle zusammen ordentlich Guthaben haben. Die Frage ist nur, auf wen wird es denn aufgeteilt? Ja, es wird aufgeteilt auf die Staatsangehörigen. So, und die meisten Menschen, denen ist nicht klar, dass die wichtigste Aufgabe, die man in diesem Land hat, wenn man dann schon unter diesen Bedingungen leben muss, sich die Staatsangehörigkeit zu organisieren. Ja, wie das geht, haben wir ja in dem Beitrag Wahlbetrug erklärt. Geht von Teil 7 bis Teil 17. Wo wir erklärt haben, wie die Zusammenhänge sind und wie man zu dieser Staatsangehörigkeit kommt. Auch wenn ihr jetzt noch nicht einen Pass des Kaisers kriegt, dann braucht ihr aber auch gar nicht. Weil, wenn man mal genau nachguckt, hat der Kaiser sowas gar nicht. Die ganzen melderechtlichen Sachen sind alles Erfindungen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus und dann später dann mit dem Reisepass und den elektronischen RFID-Chip. Das denke mal, dass wir das alles dann nicht mehr brauchen. Ja, da wurde nur festgestellt, gehört er hier nach Rostock in die Linie der zwei Väter, also die väterliche Linie, zwei Generationen, dass die in den Bundesstaaten geboren worden sind. Und dann ist die Sache mit der Staatsangehörigkeit eigentlich schon erledigt. So, und alles andere ist dann einfach nur eine Karte, die man halt dann irgendwann mal kriegt und mit der man dann wählen darf und auf seine Sozialleistung zugreifen kann, wenn man sie dann braucht. Ne? Also Feuerwehr, Rettungswesen, dann eine Polizei, die dann wirklich mal das Volk schützt und ähnliche Dinge. Ja. Und OPPT und UCC werden die Feindstaaten brauchen, damit sie nicht unter die Räder kommen, wenn sie so weitermachen. Das ist die Message. Ne? Und da können die uns viel erzählen von Strohmann, Konto und irgend sowas. Interessiert uns alles auch eigentlich nicht. Weil ein Schuldgeldsystem, beziehungsweise auch das Sklavenhalterrecht oder das römische Sklavenhalterrecht oder Seeräuberrecht hat in Deutschland ja keinen Bestand. Ne? War in allen Ländern ringsherum, aber eben nicht hier in den germanischen Standesgebieten. Also da gehören also auch Staaten dazu wie Spanien oder so, Portugal, also alles, was in den ehemaligen Außengrenzen das der alten germanischen Völker ist. Die stehen nicht unter diesem Sklavenhalterrecht. Ja, das geht also ein bisschen Moral hinten hoch. Also gehört auch ein großer Teil Russlands dazu. Das sind die alten Stammesgebiete. Innerhalb von diesen Gebieten ist das Römische Reich besiegt worden. Hatsch. So, gut. Können wir uns dem nächsten Thema widmen und der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird.